Ja, hallo zusammen bei einer neuen Runde Titan Quest. Willkommen in irgendwo in den Gärten von Babylon. Und der Typ will Hallo sagen. Bei Inanna. Ja? Ich hatte gedacht, diese Portale seien ein Mythos. Wie hast du es benutzen können? Einfach durchgegangen. Das ist jetzt auch egal. Du sagst, dass Imhotep dich schickt? Hat er. Es ist gut zu hören, dass der Orden noch immer im Land der Pharaonen kämpft. Ich hoffe nur, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Telkine erzählt sich den Weg in die heilige Kammer im Tempel des Marduk. Er wurde vom Orden des Prometheus bewacht, aber alle sind in der Schlacht gefallen. Beeil dich, Krieger. Du musst ihn aufhalten, bevor er in die versiegelte Kammer einbrechen kann. Aha. Ich tue mein Bestes, aber hier will ich erstmal verkaufen, weil wir sind vollgepackt. So, 43 Schaden, unser Schild macht 35 Schaden, blockt 94. Wow. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich sollte das Schild an mich legen. Obwohl ich dabei Durchschlagswiderstand verliere, Durchschlagsschaden. Ach komm, egal, wir sind ja eh gerade defensiv unterwegs. Wo kann ich das mal hinpacken? Danke. So, die Axt können wir gleich mal direkt in die Tonne drücken. Diese hier auf, weil, nee, weil ist nicht. 61 Energie ist jetzt auch nichts, was wir brauchen. Das sowieso nicht, das auch nicht. Das auch, ne. Was haben wir denn hier? 40 Schaden. Wir haben jetzt 43. Durchschlagswiderstand. Lalala. Den wollte ich nicht verticken. Was haben wir denn da? Ja, die weiße Krone, die wir nicht benutzen können. Genauso wie das Papyrusband, das wir auch nicht benutzen können. Weil unser Charakter einfach zu blöd ist. Wir haben nicht genügend Intelligenz. So, was haben wir noch? Ist das ein pyrrhisches Schild der Winde? Das Pro 6.15. Ja, das ist nice. Alleine durch die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. So, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg, auch wenn es mehr Schaden... Ne, macht genauso viel Schaden. Großhelm der Stärke mit 72 Rüstung. Aber die... Nein. Aha. Ich glaube nicht, oder? Wir haben zwar mehr Rüstung. Antlitz, Großhelm der Stärke, plus 13 Stärke. Ich glaube trotzdem, ich behalte den erst einmal. Das Ding kann weg. Was ist hiermit? Ja, bla. Interessiert uns nicht. Das kann auch weg. Der kann auch weg. Ich benutze so selten Bogen. So. Wunderbar. Verkauft haben wir auch. Den Aufstieg spare ich mir ehrlich gesagt noch. Irgendwann werden wir den machen, aber nicht jetzt. Weil aktuell brauche ich ihn noch nicht. Muss man ja dazu sagen. So. Dann holen wir uns hier das Portal. Nice, nice. Hallo Freunde, wo geht's hier? Was ist hier los? Hallo? Okay. Was war das denn jetzt? Schöner neuer Speer hätte auch was. Allerdings, die Angriffsgeschwindigkeit macht eine Menge aus. Muss man mal so sagen. Also wenn man schnell... Ach, da haben wir auch nochmal eine Kampfmarkierung. Ah, Jungs. Hier, seht ihr das? So, plupp. Das geht jetzt ja natürlich deutlich schneller. Und entsprechend mehr Schaden machen wir natürlich. Gut, jetzt haben wir noch die Kampfmarkierung drauf. Das macht natürlich einen Unterschied, aber auch sonst 15% erhöhte Zustechgeschwindigkeit ist nice. Finde ich mal sehr geil. So, Stachelspeer 41, ne, ist immer noch schlechter, ein bisschen besser als das, was wir gerade jetzt tragen. Da sollten wir jetzt hoffentlich auch bald mal was finden. So, das klappt gut. Was denn? So. Lass das. So, die war nämlich auch wieder ausgelaufen. So, Gold. Verstärkte Armschiene. Verzierte Rüstung der Verjüngung. Nice, gucken wir uns natürlich an, wenn bei Gelegenheit jetzt gerade nicht. Zur Zeit komme ich an sich gut klar. So, wo willst du denn nur hin? Weglaufen zählt nicht.
Ja, also man kann wirklich sehen, er schlägt viel schneller zu und damit natürlich auch mehr, teilt natürlich auch Schaden aus. Das ist auch so das Ziel, dass wir da... Ey! Wir werden von Blumen angegriffen. Ich werde mich beim Floristenverband beschweren. So. So, Ruhe ist. Hallo. Heuschrecken, die uns angreifen. Oder andere Käfer, keine Ahnung. Irgendwas Viechiges. So. Hallo, Freunde. Das geht ganz gut gerade. Muss man ja mal so sagen. Wappenring Gold. Hallo Freundchen. Was? Ein Schildschlag reicht hier nicht? Na gut. Dann wollen wir ja nicht so sein. Kannst mal aufhören. So, Hallöchen, da sind ja wieder eklige Viecher. So. Tschüss. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, ansonsten freue ich mich schon wieder. Am Samstag gibt es dann wieder... Ah, das ist immer blöd, wenn ich das aufnehme. Und jetzt von Samstag spreche, dann ist das schon vorbei. Also ich nehme ja immer im Vorab auf. Musste ich ja auch schon mehrfach erklären, dass ich jetzt immer im Prinzip eine Woche, Minimum eine Woche im Vorlauf aufnehme. Am Dienstag kommt diese Folge und heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich streame ja so 2 bis 3 Mal die Woche, manchmal auch 4 Mal. Dadurch habe ich dann auch nicht so viele Termine, um aufzunehmen. Und so nutze ich so Zeiten wie heute Abend, mal eben kurz 2, 3 Folgen aufzunehmen. Dann bleiben noch am Samstag 2 Folgen Grim Dawn. Und am Samstag werden dann noch, nein, Quatsch, 5 Folgen Grim Dawn und 2 Folgen Titan Quest, so ist es richtig. Am Sonntag nehmen wir dann nochmal Green Hell auf. Aber kam ja heute die erste Folge raus. Auch sehr nice bisher, wobei wir in der ersten Folge sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen mussten. Aber das könnt ihr euch gerne selber anschauen. Ist auch ein bisschen lustig, wie wir da irgendwie überhaupt nichts geschissen kriegen, abgesehen vom Sterben. Das kriegen wir gut hin. So, das haben wir auch. Ansonsten habe ich mir vorhin erstmal echt ein lecker Eis gegönnt, nachdem ich Feierabend hatte. Weil wenn ich Feierabend habe, dann muss ich oftmals noch eine Stunde warten. Das kann durchaus nervig sein. Jetzt, was jetzt bei schönem Wetter nicht so schlimm ist. Allerdings habe ich heute gesagt so, okay, es ist so schönes Wetter. Hörst du mal auf da hinten, ich höre dich. Macht Spaß. Da. Da ist noch eine. Habe ich mir echt ein richtig leckeres, also einen richtig leckeren Eisbecher geholt. Joghurt-Eis mit Banane und ein bisschen Schoko drauf. Ja, ich bin Diabetiker und normalerweise darf ich sowas nicht. Aber jeder Diabetesarzt würde sagen, mal sündigen ist kein Weltuntergang. Sollte man natürlich versuchen zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich gar nichts mehr gönnt, ist das doch... Oh, die waren scheiße, die Dicken. Lass das. Zum Glück haben wir eine relativ hohe Giftresistenz. Der braucht nur eine ganze Ecke, bis er tot ist. Komm, lass das. Könnt ihr das mal lassen? So. Habe ich übrigens vorhin echt den Schild verkauft, ihr Idiot? Jetzt habe ich da wahrscheinlich... Ne, habe ich nicht. Da war auch nichts drin. Alles klar. Gut. Habe ich nie was eingebaut. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Aber gut, macht jetzt glaube ich auch noch keinen Sinn, weil das sind alles noch grüne Items. Wir sind auch vom Level her echt nicht so weit. Wenn ihr mal guckt,
Jetzt muss ich auch noch selber gucken. Stufe 27 ist jetzt nicht wirklich weit. Ja. Dass ich da oftmals auch keine Lust habe, dann irgendwas einzubauen, weil ach, da ist ein Brunnen, weil es einfach null Sinn macht. Ja, das ist die Herausforderung bei der Geschichte, weil man wahrscheinlich ein paar Sachen später einen entsprechenden. Kannst du mal zuschlagen mit dem Schild? Danke. So. Schnauze. Ja, wie gesagt, von daher baue ich da jetzt in den grünen Sachen heißt es auch nicht wirklich was ein. Das kann man später machen. Ich bin mir auch noch nicht mal sicher. Ich denke mal, ich werde von Titan Quest einen Durchlauf machen. Also sprich inklusive der DLCs. Das ist ja wie bei Grim Dawn, dass es dann drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Also ob ich dann bei Titan Quest ins Endgame gehe, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Echt nicht. Weil ich muss auch immer so ein Stück weit die Zeit haben. Und wenn ich so überlege, ja, wobei Titan Quest dann natürlich recht easy peasy ist. Aber wenn ich jetzt überlege, im November kommt definitiv, also hoffe ich, dass Cyberpunk kommt. Das werde ich auch für mich selber spielen mit größter Wahrscheinlichkeit. Aus dem simplen und einfachen Grund. Das werden wir auch, das werden die ganzen Großen machen. Also ich habe ja zum Beispiel, na sag schon, Last of Us 2 habe ich ja komplett durchgestreamt und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Zuschauer, die da waren, waren dabei, haben zugeschaut, machen das jetzt auch bei Ghost of Tsushima, sind auch da von Anfang an dabei, verfolgen jeden Stream, außer wenn wirklich was Privates dazwischen kommt. Und das ist super. Aber ganz ehrlich, so ein Ding wie Cyberpunk, ja, storybasieren, wie es ja nun auch bei Last of Us 2 war. Das wird ja auch länger gehen, wenn ich überlege, wenn ich damals The Witcher gespielt habe, Witcher 3, ich habe ja alle Teile gespielt, aber Witcher 3 gefiel mir halt am besten. Als ich da dann dabei war, ich habe da insgesamt einen Durchlauf, ich glaube 300 Stunden oder so, habe so ziemlich alles gemacht, was ging. Und wenn ich bei Cyberpunk ähnlich viel brauche, ist das nichts, was ich streamen kann. Vielleicht ist das sogar so ein Spiel für einen Weihnachtsurlaub und ich bewahre es mir auf oder wie auch immer. Ich habe da noch keine Ahnung. Das ist halt die Schwierigkeit. Ne? Was ja auch der Grund war, warum kriege ich jetzt eigentlich nichts? Verstehe ich nicht. Achso, weil das weiß ist. Okay, ich muss gleich mal gucken. Nicht, dass ich hier wieder was verpasse. Das wäre ja auch doof. Das wäre jetzt auch nicht so die beste Variante. Rasenbrunnen. Hallo Jungs. Hallo. So, du hast was fallen lassen. Nee, nichts Goldenes scheinbar. Nee, das ist graues Zeus. Hallo. Ich hätte als Gegner auch überhaupt gar keinen Bock, irgendwie so ein Schild in die Fresse zu bekommen. Muss ich ja mal so sagen. Zeig doch mal, wirfst du? Ne, du wirfst auch nur helles Zeus. Okay. Ach, wieder so ein Ekelvieh. Alter, könnte ich mal eben bitte? Danke. Schon sieht der Widerstand gegen Gift auch besser aus. So, wenn ihr hier nämlich schaut, ich hatte das auch, glaube ich, schon mal gezeigt, bei Kräuterkunde bekomme ich 72% Giftwiderstand. Das heißt, das kann ich im Grundsatz erstmal vernachlässigen. Solange der Skill läuft, ist das egal. Freunde. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass. Ah ja, so, jetzt ist das an. Ah, jetzt geht der Scheiß los. Es ist gut. Mahagoni-Truhe mit Gold und ein Baccalus oder so, wie auch immer, der Stärke. Ach, ich hasse diese Viecher. Schon immer.
So. Hau ab. So. Naja, auf jeden Fall bin ich heute Abend auf den Sony-Stream. Ey, weil die PlayStation 5 ist immer noch so eine Sache, die ich mir unbedingt kaufen möchte. Es tauchen ja immer mehr Leaks zu den Preisen auf. Letzte von heute war, dass in Frankreich Händler, ich muss mal einen Schluck Bierchen nehmen, Frankreich Händler die Xbox X Series X für 399, was ein Schlag für Sony wäre, muss man einfach mal so sagen, bessere Hardware für weniger Geld. Denn Sony will für seine mit Laufwerk 499 und ohne Laufwerk 399 haben, wird interessant. Bei der PlayStation 3 und bei der Xbox durften ja beide die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man von dem anderen Preis unterboten wurde. Sony hatte ja damals zum Release der PlayStation 4, also Microsoft kam zuerst mit dem Preis um die Ecke und Sony hat den dann gleich mal um 100 Euro unterboten und hat auch mit deshalb den Siegeszug der PlayStation 4 gestartet. Und wenn Sony es jetzt schafft, oder nein, anders, wenn Microsoft es jetzt schafft, die Konsole wirklich 100 Euro billiger rauszuhauen als Sony, plus, ich sag mal so, die bessere Hardware hat Microsoft ja zumindest auf dem Papier. Also ich rede jetzt rein, nur von den nackten technischen Daten. Die SSD und so weiter und so fort, ist mir alles super klar, wie gut die ist und wie gut dieses I/O-System ist. Wie gut es sich nach oder wie es sich nachher in Spielen auswirkt, man weiß es nicht. Nehme ich allerdings die reinen Zahlen der Xbox One X, ist diese durchaus von der Hardware her stärker als die PS5. Ich muss sagen, die PS5 hat mich von vornherein mehr gereizt aufgrund der Exklusivtitel. Ist ja so eine Thematik, wo Microsoft, hallo Tempel des Marduk, ist ja so eine Thematik, wo Microsoft mehr oder weniger raus ist. Sie haben ja im Prinzip nicht wirklich viele First-Party, also ich sag mal, ja, eigene Spiele, die es nur auf der Xbox gibt. Denn zumindest, hörst du mal auf, denn zumindest ist es ja so, dass der Großteil, ich wüsste jetzt kein Spiel, das nicht dann auf PC kommt. Und deshalb sind sie nicht exklusiv. Und das ist Vorteil wie Nachteil aus meiner Sicht für Sony. Gehen wir da mal rein. Einfach, weil wir es können. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Keine Ahnung. Aber ihr Lieben, das finden wir raus. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.